Ein ganz herzliches Willkommen bei Black True Gaming. Heute wieder LS22. Ja, Waldstätten-Projekt mit dabei. Der Phil in seinem Kanal, auf seinem Kanal und der Junior. Wir machen weiter mit dem Waldstätten-Projekt. Ich schaue, dass ich jetzt noch einen Auftrag abschließe, beziehungsweise ich möchte den Auftrag abschließen und dann noch ein, zwei Düngeaufträge juckeln heute. Das geht dann hoffentlich alles noch irgendwie zeitig über die Bühne und morgen gucken wir mal, was wir, ob ich mir ein Feld kaufe oder wie oder was ich mache mit meiner Kohle und dem ganzen Sackerlackratschratsch. Genau. Jetzt rufen wir erstmal kurz den Junior an. Sally! Hallo! Und hat er mich irgendwie angezeigt? Ja, hat er. Er hat damit gedroht, die Stadt und dich anzuklagen. Okay, wieso? Weil dein Unimog immer noch da steht. Ich habe die Genehmigung. Ja, anscheinend Öl. Ja, warte, jetzt kommt's. Und da anscheinend Öl raustropft. Aha, der hat TÜV, der tropft. Dann hab ich ihm gesagt, ja, das ist genehmigt. Und er, ja, was ist genehmigt? Dass da Öl raustropft in die Wiese. Und ich, nein, es ist genehmigt, dass er mich nicht ausreden lassen wollen und hat er dann aufgelegt. Oh je, da ist einer echt stinkig. Aber ich meine, ist er selber schuld, wenn er nicht zuhört. Ja, es ist doch so. Ja. Okay. Oh Mann, ey, der arme Kerle. Vielleicht machst du irgendwie ein Gewinnspiel oder so, das er dann gewinnt und dann kriegt er 1000 Euro von der Stadt. Weil ich so einen Feuerteufel suche. Direkt vor seiner Nase. Er kann gar nicht anders, als das Geld zu gewinnen. Ja. Oh Mann, und das mit der Gebäudeabreise, das hat ihn, glaube ich, auch genervt. Nee, er hat gesagt, macht nichts. Machen wir nichts. Okay, gut. Na dann. Jetzt, wieso ich überhaupt anrufe? Meinen Auftrag würde ich jetzt abschließen. Und ich kriege ja dann noch Geld vom Auftrag. Überweisest du mir das dann? Moment, ich bin gerade noch im Vielleichthof. Okay, du kannst es dort überweisen. Das mache ich. Dann dreh er durch. Ich schließe jetzt aber ab, dass ich schon mal den nächsten machen kann. Das sind 21.500 Euro. Ich stelle es dir einfach in Rechnung. Ja, mach eine Rechnung, das ist am besten. Genau. Gut, ich danke dir. Danke dir. Tschüss. Jo, tschüssi. Das ist nicht schön. 21.500. Lohnauftrag hinzufügen und Rechnung stellen. Vielleicht merkt es ja nicht. So, jetzt können wir den Auftrag abschließen. Abbrechen. Ja. Abschließen. So, und diesen akzeptieren wir. Ah, der glüht immer so ewig vor die Karre. Oh, scheiße, ich bin im falschen Ding. Ich bin schon lang weg wieder. Hä? Hallo? Ja. Ja? Warum überweist du mir jetzt 400? Was hab ich? Ich hab grad 400 Euro gekriegt. Ich hab nichts gemacht. Sag mal, wollt ihr mich jetzt eigentlich alle verarschen, oder was? Hä? Oh, da sind die Betonblöcke weg. Coole Sache. Was? Nee. Ah, der fährt die Abkürzung. Die darf man nicht fahren. Hier ist nicht gesperrt. Steht auch kein Schild. Ich muss auch drum fahren schon die ganze Zeit. Ja, das steht auch kein Schild. Was soll ich machen? Ja. Ich halte mich nur an Verkehrsregeln. Naja, alles klar. Okay, gut.
Tschüss. Der Phil ist richtig, richtig stinkig. Oh Mann, ey. Hallo, Herr Hallo. TÜV. Also, ich habe jetzt gerade meinen Unimog hier, bin ich am Waschen, habe geguckt, da läuft kein Öl raus und hinten ist auch kein Dünger rausgefallen. Also, es ist alles so, wie es sein soll. Hab extra jetzt alles überprüft. Also, Dünger ist rausgefallen. Okay, aber nicht viel. Ja, nee, nicht viel. Also, vielleicht ein Liter, nicht mal oder so. Genau, eben. Aber Öl tropft auf jeden Fall nicht. Ich hab geguckt. Und kurz eine Frage. Hier auf dem Platz, da stehen keine Schilder oder Absperrung. Darf man über den drüber fahren und dann hinten raus? Man darf nicht drüber fahren. Ich hatte da erst Absperrungen stehen. Ja, genau, das habe ich gesehen. Aber ich habe die dann weggemacht, weil ich muss da ja auch irgendwie durch. Das stimmt, ergibt Sinn. Verkehrsschilder hast du keine. Nee, das ist, die liefern nicht. Ah, Lieferschwierigkeiten. Okay, gut, kann ja passieren. Shit happens. Alles klar, danke dir. Und, ja. Dann fahre ich wieder vorne raus, ne? Ich darf ja hinten nicht. Genau, danke. Tschüssi. Tschüss. Ja, passt mir ganz gut in den Kram, dass ich vorne raus war. Dass es einfach kürzer ist. Oh je. So, wer ist denn da? Servus. Na? Tag. Fährst du schon wieder los? Muss kurz den Auftrag, ja. Muss kurz den Auftrag fertig machen. Alles klar. Ciao. Ciao. Dann düsen wir halt los. Feld 82. Was sagen, so langsam käme ich aus und doch erst wird eins zu früh abgebogen. Klasse. So, aber jetzt hier geht's rum mit der Kiste. Dann müssen wir da vorne links hochfahren. Sind wir dort oberhalb? Do it. Da steht der Schulterbras auf dem Feld. So, da ist Feld 82.
Und ab geht's, die Dingerei. Ah ja. Mit Düngen machst du zwar keine so großen Summen wie mit den Ballenpressen, aber du machst halt einfach Raum. Und das macht es. Das macht der Spaß an der Sache einfach auch noch ein bisschen erträglicher. Ja, wenn du einfach vorwärts kommst, ist halt einfach was anderes. Und ja. 4.500 Euro, das ist ja schon eine ganz gute Sache. Ja, bitte? Jo, Sali, so, jetzt habe ich Zeit. Du wolltest quatschen? Oder war es nur wegen dem Platz da? Ja, ich habe gedacht, so, wenn du auch gerade da bist, können wir mal kurz das Bläuschle halten, so. Kaffee trinken. Nee. Aber wenn Gas geben müssen jetzt wieder. Alles gut, wie klappt's? Aufträge stimmen. Oh ja, mache jetzt halt die pissige Aufträge hier. Aber konnte jetzt gerade wieder nicht in den Trecker einsteigen. Okay. Haben jetzt zurückgesetzt, jetzt war es so ein Gebot da. Aha. Ein großer, ein M8 oder was? Oha, was ist das für ein Auftrag? Oder M7? Nee, das ist nur wegen dem Hacker, wegen Düngestreuer halt hinten dran. Ah, okay. M7, ich weiß nicht, was jetzt gerade. Mhm. Auf jeden Fall stärker Motor, konnte aber nicht reinsitzen und Junior ist mit dem Deutz unterwegs. Weil er Ballen einsammelt. Geil, hä? Geil. Ich würde mal überlegen, ob du dir so eine Düngespritze kaufst, die ich habe mit 15.000. Klar, da musst du ein paar Maschinen leihen, bis du das reinkriegst, aber du kannst halt 3-4 Aufträge hintereinander klopfen. Und hast 42 Meter Streuweite, weißt du, kriegst halt. Ja, du machst Platz ohne Ende mit so einem. Die kleinen Düngewagen, die haben 18 Meter. Überleg mal, das ist mehr als das Doppelte. Ja, ich muss jetzt eh umschwenken, weil mein Plan geht jetzt eh nicht auf und dann. Plan? Mit der BGA dort. Mit der BGA, mit dem Ding, ja. Geht ja eh nicht, also von daher. Schade. Aber ich fand's eine geile Idee. Wie kann ich das jetzt? Was doch scheiße. Zapfwelle. Bräuchte halt bitte. Das war bei mir ganz am Anfangsproblem. Die Schläuche waren dran und dann habe ich die Zapfwelle weggemacht und keine Ahnung. Ja, eben, das war glaube ich bei mir jetzt auch gerade. Ja. Okay. Ja, okay, nee. Dann hab gedacht, du wolltest schon was Bestimmtes. Nö, einfach nur tratschen. Nur tratschen. Also tratschen. Ja. Okay, dokie. Dann also, viel Glück. Ja, ebenfalls. Ciao. Tschüssi. So, Feld 154. Na geil. Ganz da oben. Da fährt der Junior rum. Das ist die Straße. Wo bin ich denn? Ich bin da. Ich war dann hier. Könnte ich das 181 jetzt auch einfach mal angucken? Ja, ich soll es auch mal. Kleine Spritztour. Da läuft ein Reh. Ich verstehe der Film nicht, dass er sich jetzt nicht da die Düngespritze kauft und Aufträge klopft wie verrückt. Wenn es nur 1.500-2.000 sind pro Auftrag, scheiße drauf, würde ich sagen. Ganz ehrlich. Du bist unterwegs, machst einfach das Geld dann in dem Moment. Verdienst du Geld, holst du die Kohle rein. Alles andere ist doch egal. 15.000, das Ball durch gemietete Wagen, Maschinen, da ist das Ball drin. So, das ist das Feld 181. Da haben wir hier oben. Da geht's dann runter. Ach, da unten. Die Straße führt entlang. Ah, da unten ist ein hübsches, flaches Stückle. Ist
die Frage, wie viel es da von dem anderen Zeug noch dazu gehört. Aus Gemeindegebiet. Aber hier erntereifes Gras. Das wäre natürlich Fettinator. Gut, am Berg hat er dann bestimmt zu kämpfen, der Uni. Ich könnte hier einen Schafstall schön platzieren. Das Farmhaus, ein Schafstall. Gut, eine Kante kriegst du halt rein. Zimmer steht halt rein. Wo ist das andere? Das ist 112er. Hier. Dann da rechts rum. Also runter. Links und dann wieder die rechts rum. Gucken wir uns mal das 112 noch an. Hier ist auch eine BGA. Okay. Die wird sackteuer sein. Was will sie fahren? Ich tendiere gerade sehr zu der 181 und ja, ich glaube, das war sogar die, die da ein bisschen günstiger ist, die 112, die hat mehr gekostet. Die 181 hat anstatt das mit dem Silage wickeln, da brauche ich halt eine Maschine, die genug ballert dann, ne? Genug PS hat. Das, dann geht der Plan mit dem Unimog alles zu fahren. Ah, ich gesehen, so ein Waderwickler. Opa. Nein, mach langsam. So, keiner hat gesehen. Das ist das 112er Feld. Da geht's halt quasi nur Backup. Ja, bitte? Hi, also ich bin ja hier jetzt gerade auf Feld 75. Ja. Und noch blöder hätte ich die Bahn aber auch nicht machen können, oder? Ich hab doch gesagt, dass ich sie dazwischen reinleg. Zwischen den Bäumen, das war komplett kacke. Ja komm, du hast schon genug Muckis. Ich schon, aber der Traktor nicht. Ja, einen gescheiten raussuchen. Aber wobei, du hast einen Deutz, gell? Ja. Okay, einfach der Straße folgen, da vorne links. Ja, sorry, ich wollte halt vom Feld runter haben, weil ich nicht wusste, wie lang du brauchst. Und wenn du dann beim nächsten Auftrag im Weg liege, schau scheiße. Mhm. Sorry. Stimmt, aber es ist so kacke. Tut also mir jetzt leid. Ja, passt. Du kannst ja eigentlich nichts dafür, aber
Nee. Ah, die 21.000 kriege ich noch. Ja, ich bin immer noch. Ach so, warte. Ich habe dir die Rechnung schon geschickt, du musst sie nur bezahlen. Ich bin mal jetzt bei der Stadt, ob das jetzt auch geht. Ich bezahle die dann schnell. Oh shit, falsch gefahren. Ich danke dir. Bitte. Starting's ja. Junior, Ja. bleibst du noch ein bisschen bei mir, oder? Ach so, ja, tschüss. Tschüssi. Ja, die Leute verjagen. Oh. Rechts. So, okay. Wieder falsch geladen. Ich hätte da vorne rechts müssen irgendwann. Sage mal. Ach, das ist. Nee, da hinten. Da geht die Straße rein. Weg. Wegle. Ganz schön gruselig. Schon noch weniger. Dumdi 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 ding di da. Zehn Prozent abgeschlossen. Und bergab arbeitet sich natürlich wesentlich einfacher. Was ist der Wender da? Wender, 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 Wender. Das ist der 4,4,7. Einundvierzig Euro weniger. Das Mähwerk hat 3,1 Meter, 2,40. Reicht eigentlich locker, wenn ich mit dem Vent hinten dran. Nee, dann brauche ich den nicht.
Nee. Was war's noch? Kann mich nicht leisten. Brauche nicht. Sonst gibt's nichts. Düngestreuer läuft. Kein Problem hier. Ihre 50. Guten Abend. Ja, servus. Ich weiß, was jetzt dein Plan ist und so. Ich habe es nur gerade gesehen. Bei den Gebrauchtwagen gibt es einen Heuwender für mehr als die Hälfte reduziert. Nur falls du doch auf irgendetwas Heu machen willst, gehen willst. Ich brauche nicht. Aber falls du ihn brauchst. Bin gerade total blank. Ah, also was hast du gekauft, wenn ich fragen darf? Ein richtiger Trecker. Ja. Okay, was für ein Teil? Ein Massey Ferguson. So ein Oldie? Nee. Okay, krass. Ein MF6713S. Wo ist der drin? Einfach Interesse halber. Kompakt? Nee, der müsste. Doch, ja, doch, kompakt, aber ist gar nicht. Sag mal. Das muss ich selber gucken. Muss ich selber schauen. Fahrzeuge. Scheiße, ich bin in der falschen Rubrik. Oh, immer diese Scheißding. Mittelgroße. So viel. 67,0 oder was? 150 PS. Krasser Shit. Und was machst du damit? Jetzt halt gerade noch düngen. Mit 150 PS. Ja, ja, gut, der Traktor war im Angebot. Ach, Gebrauchtwagen. Ja. Was hast du geblättert? 50.000. Boah, du Sau. Ja, ja, ich habe dafür jetzt noch 666 Euro, also von daher. Das hat gerade so gereicht. Unimog hast du dann aber noch? Nee. Hast du verkauft? Ja. Nein, brauche ich nicht. Da stehen zwei Maschinen rum. Also, wenn ich mir dann noch einen anderen Auftrag machen würde. Ja, klar. Eben. Weil es einfach unrentabel. Will, da ist übrigens gerade ein Ballenpressauftrag reingekommen. Nein! Wieder so ein fettes Vieh, oder was? Nee, 10.500. Nee, danke. Alter, Flugaufträge sind ja richtig viel, du Ja, grad. Das ist richtig viel, ja. Ich habe es mir gerade vorhin auch noch überlegt, ob ich nicht einen Flugauftrag machte, aber. Also ich bleibe bei meinen. Da müsst ihr theoretisch, ja. Dass der Junior kommt. Ja. Hi. Ach, hinten ist bei dir gerade Geld draufgegangen? Weiß ich nicht. Ich habe die ganze Zeit mein Konto im Blick. Warte. Guck mal bitte auf dein Konto. Ja. So. Oh ja, sehr schön. Da kommt Geld rein. Tu dir das aufschreiben. Bitte, warum? Weil das kriegt schon die Stadt. Echt jetzt? Ah, ich hab, da gibt's aber eine extra Rubrik dafür. Ah, verkaufte Ballen, gell? Genau. Gut. Dann überweise ich dir das zurück. Mal aufschreiben. Genau. Gut. Falls da im Phil sein Unimog irgendwann ins Ding fällt, könnt ihr mir gern Bescheid geben. Gebraucht war ich. Muss mir das dann schwer überlegen. Okay. Nur falls ihr ihn seht. Ja. Genau. Gut. Gut, okay. Danke. Du hast den Unimog verkauft? Ja. Okay. Okay. Da okay. Ist halt so. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Auftrag. Wo kommen wir denn überhaupt von dem Feld runter? Da unten ist kein Strauß. Da hoch.
Beim Kreisverkehr die zweite. Und dann da rechts wieder. Sally, du, ich habe mir die Grundstücke, wofür wir morgen Besichtigungstermin hatten, halt mal angeschaut. Also wir brauchen das morgen nicht mehr machen. Und daher, ja, muss ich den Termin leider absagen. Okay, hast also mal gar nichts mehr, oder? Doch, ich bin noch am Überlegen, aber ich denke, es wird auf das Feld 181 rauslaufen. Okay. Aber ich muss noch ein bisschen googeln. Was ich eigentlich, du warst gleich mit dem Phil dort vorhin, wenn ich es richtig gesehen habe, das bei der Tankstelle da ganz unten, das große viereckige Ding, was ist denn das? Weißt du das zufällig? Das große viereckige Ding? Ja, das ist Raffinerie. Was kann man da machen? Das weiß ich nicht auswendig. Weiß ich auch nicht, okay. Da kann man wahrscheinlich irgendwie Raps anliefern und dann. Ja, vielleicht, das wäre eigentlich ganz cool. Ja, wenn du Feld hast und Mähdrescher und Sämaschine und Treckers und Enganhänger, und dann wäre es tatsächlich ganz cool, ja. Du, das Geld fließt schön rein, das finde ich gut. Ja, weißt du, was ich gut finde? Dass du mir das auch gleich wieder überweist. Das bezweifle ich. Und weißt du, was ich auch noch gut finde? Hä? Es liegen noch, ich glaube, 1,5 Fuhren auf dem Feld. Ach du Scheiße. Und ich hätte nur 21.000 dafür gekriegt, weißt du? Hast du jetzt schon für über 30.000 Zeugs verkauft? Echt jetzt? Ja, ja, 32 oder sowas dürft. Also ich weiß es nicht ganz genau, aber es ist um das rum. Genau. Also, du schreibst schon einfach nach einer Rechnung. Jo. Also, ich sag dir den Betrag und du schreibst mir die Rechnung. Genau. Guti. Gut, danke. Danke auch, tschüss. Ging's bergab. Bremsen. Langsam machen hier. Kein Bock noch abzustürzen. Kurz vorm Feld. So, der Weg wird hoffentlich unterhalb vom 174er durch. Jawohl. Saut gut aus. Gucken wir noch mal kurz nach dem Unimog. Ist nicht drin. Schade. So, rum in die Kiste. Ja, wurde abgelehnt, aber ich sag trotzdem mal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Beim Phil natürlich auch und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüssikowski.